Leute, was läuft? Mit diesem Team werden wir nur freie Spieler verpflichten und mit diesem Team werden wir jedes Jahr nur einen Transfer in Höhe von 50 Millionen Euro machen. Wir schauen uns also an, welches Karrierekonzept einfach besser funktioniert. Ein kleiner Clash hier natürlich. Wir sehen hier direkt schon mal die freien Spieler in der ersten Saison. Ja, macht das noch nicht so viel Sinn. Und bei Bochum haben wir natürlich jetzt ein Transferbudget von 50 Millionen Euro. Haben jetzt hier auch ein paar Spieler zur Auswahl, werden mal ein paar Angebote raushauen. Und wir sehen direkt, nur bei einem Spieler hat es nicht geklappt. Florian Würz ist ein bisschen zu teuer. Aber unser Ziel ist natürlich, hier gut zu investieren. Ich denke, das können wir auch bei den anderen vier Spielern hier machen. Und ich glaube, Greenwood passt hier einfach am besten. Knapp 50 Millionen. So, da wird auch direkt der erste und letzte Transfer in dieser Transferphase gemacht. Und wir starten hiermit jetzt in das erste Karrierenbattle hier rein. Schaffen wir hier 1500 Daumen nach oben für die erste Folge. Abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und natürlich bis zum Ende dranbleiben hier. Es wird extrem spannend und wir gehen jetzt an beide Saisonenden und gucken, was dann so passiert ist. Und wir sehen, ohne Verstärkung wird es der Abstieg, aber nicht auf dem letzten Platz. Das ist eine kleine Überraschung. Und bevor wir bei Bochum das Ergebnis sehen, werden wir Greenwood nochmal auf die Stürmerposition hier umtrainieren. Werden aber dabei keine Entwicklungspläne hier sonst machen. Und bei Bochum sehen wir am Ende der Saison, dass sie einfach bis ins Halbfinale hier im DFB-Pokal gekommen sind. Also schon mal eine richtig heftige Leistung und in der Bundesliga auch der 13. Platz hier. Wir sind natürlich in zwei verschiedenen Karrieren unterwegs, weil sonst würden ja Transfers und so weiter gemacht werden. Also Bochum legt natürlich schon mal logischerweise gut los oder besser los. Aber Greuther Fürth legt jetzt hier einfach mal nach. Ich suche hier gerade nach freien Spieler und finde dann einfach mal Gareth Bale. 81er Gesamtstärke. Aber natürlich wäre es schlauer, wenn wir hier so ein bisschen auf jüngere Spieler gehen. Machen wir zum Beispiel mit ihm hier, 72er Gesamtstärke. Wir sehen jetzt hier einmal die komplette Liste. Jetzt müssen wir uns natürlich noch entscheiden, welche Spieler wollen wir hier verpflichten. Und natürlich wird jetzt jede Position nicht extrem verstärkt. Wir werden jetzt hier mal die beiden Keeper verpflichten. Die Innenverteidigerposition. In der ZM-Position, da werden wir jetzt einen einzigen Spieler hier holen. Komm, nehmen wir einfach mal den. Denn wir wollen diesen ZM hier haben und wollen dann zum Beispiel nicht einen anderen ihm vorsetzen, damit der sich noch so ein bisschen entwickeln kann. Gareth Bale soll aber natürlich trotzdem jetzt hier nochmal für ein, zwei Saisons den Club zumindest hier nochmal wieder zurück in die erste Liga schießen. Und bei den Stürmern ist es auch jetzt nicht so extrem wichtig. Verpflichten wir einfach mal beide. Also ein paar freie Spieler haben es hier direkt in die Startelf geschafft. Nicht die Mega-Upgrades, aber schon mal ein guter Anfang. Und hier bei Bochum geht das Ganze natürlich ein bisschen schneller. Da haben wir nur eine Position, die wir verändern können. Wir sehen, die meisten jetzt hier schon zu teuer. Gravenberg, der ist gerade noch so unter den 50 Millionen und wird jetzt hier natürlich verpflichtet. Und jetzt sind wir direkt am Ende der Saison. Es wird der 10. Platz hier bei Bochum. Greenwood und Gravenberg, die entwickeln sich natürlich hier weiter. Und gleich kommt natürlich noch ein dritter Spieler dazu. Jetzt geht es aber wieder zurück zu Greuther Fürth. Und wir sehen schon, bei Greuther Fürth sieht es gut aus. Also wir sehen, der dritte Platz ist es in der zweiten Liga. Und es ist auch wieder der Aufstieg zurück in die Bundesliga. Gareth Bale natürlich hier schon runtergegangen, ganz klare Sache. Aber mal gucken, wer jetzt in der ersten Liga bei den freien Spielern noch dazukommt. Und für die Saison in der ersten Liga haben wir diese Auswahl an freien Spielern. Der beste hier Alonso mit einer 80er Gesamtstärke, aber natürlich auch ein bisschen älter. Das wird sich aber im Laufe der Zeit hier noch ändern. Dann werden auch jüngere Spieler hier freie Spieler. Okay, und ganz bittere Sache hier bei einem Spieler. Bei einem 76er geht das ganze Angebot hier nicht durch. Aber Alonso, der beste Spieler, den können wir hier verpflichten. Und auch die anderen werden wir hier natürlich verpflichten. Ein paar Leute kommen noch dazu. Zum Beispiel ein neuer Torwart, 73er Gesamtstärke. Ein neuer Stürmer, der die gleiche hat. Und hoffentlich gleich noch ein ZOM mit einer 75er Gesamtstärke. So sieht dann hier die neue Startelf aus. Und wir können direkt zu Bochum wieder zurückspringen. Und bei Bochum haben wir folgende Auswahl. Unter 50 Millionen der Torwart, das ist momentan so mein Favorit. Den werden wir uns sehr wahrscheinlich nicht leisten können. Da könnte das ganze Ding knapp werden, beziehungsweise das sollte durchgehen. Musiala auch viel zu teuer. Und ich glaube, es ist besser, in den Torwart zu investieren. Auch wenn wir damit nicht die 50 Millionen komplett ausschöpfen. Und am Ende geht das hier für 45 Millionen durch. Deswegen würde ich sagen, haben wir da nochmal einen guten Torwart mit Potenzial geholt. Auch wenn der erstmal jetzt im ersten Moment nicht das Mega-Upgrade ist, der wird natürlich sich hier weiterentwickeln. Und das brauchen wir auch, denn regelmäßig laufen natürlich auch Verträge hier aus. Mittlerweile sind wir schon im Juni 2024, immer noch bei Bochum. Wir gucken direkt mal, wie es in der Liga aussieht. Ja, und nächstes Jahr wird international gespielt. Da bin ich selber ein bisschen überrascht. Das ist natürlich, ja, drei Spieler haben wir ausgetauscht. Manche Positionen haben wir noch nicht mal richtig besetzt. Aber natürlich Greenwood, Gravenberg, die haben sich richtig gut schon entwickelt. Ich bezweifle, dass das bei Greuther Fürth genauso aussieht. Und bei Greuther Fürth sehen wir hier schon wieder die Relegation. Aber ja, diesmal geht es um den Abstieg, ausgerechnet gegen den VfL Bochum. Aber die sind natürlich jetzt hier nicht mit Greenwood und so weiter am Start. Und hier steigt Greuther Fürth
im Jahr 2024 auch ab. Mal schauen, welcher Spieler von den freien Spielern hier die Mannschaft gleich wieder in die erste Liga bringen kann. Gareth Bale wird es hier schon mal nicht sein. Ja, und ich glaube, da haben wir schon einen gewissen Luis Javier Suarez hier gefunden. 82er Gesamtstärke, 26 Jahre alt. Wir gehen schon mal in die richtige Richtung hier. Und auch Mahrez als Bale-Nachfolger ist nicht ganz schlecht. Und dazu dann noch Danilo als Rechtsverteidiger. Januzaj auch als 81er ganz interessant. Und 1,73er, den nehmen wir hier auch nochmal mit. Rechtsverteidiger natürlich ganz klare Sache. Werden wir verpflichten. Stürmer auch ganz, ganz klar. Da war auch sogar noch Leeds United dran. Und rechter Flügel, da müssen wir jetzt überlegen. Wollen wir einen Mahrez, der noch runtergeht, oder einen Januzaj, der sich vielleicht noch 2-3 Jahre hält. Aber ich habe mir den Startelf nochmal angeguckt. Wir nehmen beide, denn auf dem anderen Flügel sind wir auch noch nicht so gut besetzt. So sieht jetzt also die neue Startelf aus. Und jetzt sind wir wieder zurück bei Bochum. Da werden wir einen Transfer hier machen dürfen. Und das ist ein Mittelstürmer aus Frankreich. 82er Gesamtstärke. Also wenn es der Benzema Regen wäre, dann hätte ich den natürlich direkt verpflichtet. Es ist aber der Regen von Frank Ribéry, der direkt schon auf 82 ist. Ich glaube, der wird also nicht mehr so extrem heftig steigen. Deswegen entscheide ich mich hier für einen Verteidiger. Muss aber erstmal gucken, ob überhaupt hier ein Angebot durchgeht. Und wir sehen direkt schon bei einem italienischen Regen. Aufregender Mann für die Zukunft. Also das ist schon mal eine gute Sache. 47 Millionen. Ich würde sagen, der ist auch der interessanteste. Denn der ist auch der jüngste mit 19 Jahren. Also wird sich, denke ich, noch ein bisschen schneller entwickeln als die anderen beiden. Hier könnten wir natürlich ein bisschen die Konkurrenz schwächen. Aber wir werden ihn jetzt hier direkt verpflichten als unseren Spieler für diese Saison. Und wir starten im Juni 2025 natürlich wieder mit Bochum. Sind also hier geblieben. Sehen der 7. Platz. Aber wir gucken mal, wie ist es international gelaufen. Ja, und da sehen wir, da waren wir einfach im Finale der Europa League. Nur Paris war hier stärker. Kein Plan, wie die es hier in die Europa League geschafft haben. Aber natürlich für uns ein riesiger Erfolg hier, ein riesiger Schritt nach vorne. Wir haben mittlerweile auch Greenwood auf der 90er bzw. 91er Stärke. Und Greuther Fürth, die haben ein bisschen mehr Spieler geupgradet. Nicht nur einen Spieler, gucken wir mal. Ja, es ist natürlich der Aufstieg, aber nicht der erste Platz hier mit dieser Mannschaft. Aber wir schauen natürlich direkt rein, welche Spieler dazukommen. Und ich würde sagen, das hier ist eine perfekte Sache, denn das ist sehr wahrscheinlich der Regen von Gareth Bale. Und auch der wird hier gleich in dieses Team wiederkommen. Und jetzt haben wir hier noch einen Linksverteidiger. Das ist wahrscheinlich der Jordi Alba Regen. Passt perfekt, denn der andere Linksverteidiger, der ist nicht mehr am Start. Einen neuen Keeper haben wir hier. Nochmal einen Linksverteidiger, einen Innenverteidiger. Aber natürlich vor allem dieser Spieler. Und so sieht dann hier die neue Startelf aus. Heute hat sich leider nicht so extrem gut entwickelt. Wir gehen also jetzt nur noch auf Gesamtstärke. Verpflichten nur noch die besten Spieler. Und hoffen natürlich jedes Jahr auf noch einen heftigeren Spieler, den wir hier bekommen. Ja, und jetzt haben wir einfach mal bei Bochum, wo wir keine freien Spieler verpflichten dürfen, einen 83er Rechtsverteidiger, der extrem gut passen würde. Auch hier eine 83er Keeper. Wahrscheinlich der Regen von Oblak oder sowas in die Richtung. Und hier einen Ramos, der dann auch wirklich der Ramos Regen sein könnte. Warum können wir die drei jetzt hier nicht in der anderen Karriere haben? Und der freie Spieler wird es nicht, aber dafür ein anderer Spieler. 84er Rating, Vertrag läuft in 12 Monaten aus. Passt also perfekt und wir nehmen natürlich das Ganze an, haben einen neuen Spieler. Und das war auf dieser Position auch ganz, ganz dringend nötig. Und wir sind hier am Ende der Saison, ihr seht es direkt, wir sind DFB-Pokalsieger mit Bochum geworden. In der Bundesliga nur der 6. Platz. Conference League, da waren wir auch vertreten. Die hat einfach mal City hier gewonnen. Wir, das ist natürlich das Interessante, sind leider hier schon im Achtelfinale rausgeflogen. Ja, und der erste Titel geht an diese Mannschaft hier. Aber vielleicht ist ja auch was bei Greuther Fürth passiert. Schauen wir direkt mal rein. Haben sie auch Titel geholt? Ja, das sieht momentan eher nicht danach aus. 10. Platz jetzt hier. So sieht die Mannschaft aus. Da natürlich auch ein paar Entwicklungen. Aber sind natürlich momentan hinten dran. Deswegen wieder direkt in die neue Saison gucken, welche Spieler jetzt hier freie Spieler sind. Und ich würde sagen, das sieht schon mal richtig gut aus. Wenn wir ein bisschen Glück haben, ist das der Lionel Messi Regen. Wenn wir Pech haben, dann die Maria. Aber es sieht eher nach Messi aus. Ja, und es ist natürlich der Messi Regen. Ganz klare Sache. 84er Rating. Und der wird sich natürlich noch extrem heftig entwickeln. Jetzt geht's so richtig los. Jede Saison wird natürlich bei den freien Spielern hier besser. Und bei einem Spieler hat es wieder nicht geklappt. Da war Real Madrid einfach ein bisschen schneller. Aber Hauptsache ist natürlich, dass der Messi Regen jetzt hier zu uns kommt. Auch noch einen neuen Rechtsverteidiger. Und dann nochmal Renier als Mittelstürmer. Und ein paar Ergänzungsspieler holen wir uns hier auch noch. Ein ZDM, 75er Gesamtstärke und dann nochmal diese beiden hier. Messi Regen habe ich hier noch auf die linke Seite umtrainiert. Damit sieht vorne, ja, das Trio richtig gut aus. Mal schauen, was mit der Mannschaft hier so geht. Aber jetzt natürlich erstmal wieder zurück zu Bochum. Und hier bei Bochum haben wir jetzt zwei Optionen, weil die dritte hier leider nicht durchgegangen ist. Wir sehen einmal ein rechtes Mittelfeld für unter 50 Millionen und natürlich der rechte Flügel, Trincao, für genau 50 Millionen. Und den werden wir dann natürlich auch verpflichten. Wir haben noch so einige Baustellen.
Baustellen hier in der Mannschaft. Diese wird jetzt hier schon mal gelöst. Und da sind wir direkt schon. Und wir sehen im Halbfinale der Europa League war hier Schluss gegen Rom. Aber das sollte schon zeigen, dass es auch in der Liga hier ein bisschen weiter nach oben gegangen ist. Ja. Und das zeigt es mal überhaupt nicht. Wir landen hier auf dem 12. Platz. Ist irgendwie der Torhüter weg oder was? Ne, es sieht alles normal aus. Zwei Spieler über der 90er Gesamtstärke hier schon. Natürlich ein paar Schwachstellen, aber 12. Platz mit der Mannschaft. Trinkau auch, der hatte zumindest hier schon mal eine gute Debütsaison. 21 Tore hier gemacht. Aber der Kader ist auch sehr eng, muss man sagen. Beziehungsweise sehr knapp. Beziehungsweise halt nicht so groß. Ihr wisst schon Bescheid. Auch die Ersatzbank natürlich nicht so gut besetzt. Aber das ist ja genau die Challenge hier an dieser Challenge. Beziehungsweise an diesem Karriere. Konzept. Mal gucken, ob es jetzt in den nächsten Jahren wieder weiter nach vorne geht oder ob jetzt momentan die Zeit gekommen ist für das Team mit den freien Spielern. Da werden wir jetzt natürlich direkt hingehen. Und hier sieht es auf dem ersten Blick auch nicht direkt besser aus, aber gut, wenn Dortmund und Bayern die Gegner sind, kann man schon mal verlieren. Wir gucken auf die Tabellensituation. Ja, 10. Platz. Weiß nicht, beide Mannschaften sind so ein bisschen am Straucheln momentan. Und hier sind wir direkt schon bei den freien Spielern und ja, es ist eine ziemlich lange Liste. Diesen Spieler, den werden wir jetzt hier direkt als erstes verpflichten bzw. ein Angebot raushauen. Und den Rest, den seht ihr gleich. Fangen wir hier mit dem Torhüter an, beziehungsweise mit den beiden Torhütern. Dann natürlich der Innenverteidiger, ganz, ganz wichtige Geschichte. Auch noch einen zweiten werden wir verpflichten. Machen wir weiter mit der ZM-Position. Erstmal der stärkste hier. Danach die anderen beiden, damit wir natürlich da auch in der Breite gut aufgestellt sind. Das ist ja der Vorteil hier im Vergleich zum anderen Team. Auch auf den Flügeln werden wir das gleiche machen. Nur einen einzigen Spieler werden wir von der Wunschliste nicht verpflichten. Das ist Luis Alberto. Ich denke, da lohnt es sich nicht wirklich. Vor allem die Innenverteidiger. Hier nochmal richtig gut mit zwei jungen Spielern hier verstärkt. Für vorne jetzt auch Backups, also es sieht richtig gut aus. Also eigentlich hatten wir auch davor schon Backups, aber man kann ja nie genug haben. Und Backups werden wir bei Bochum natürlich nicht verpflichten, aber dafür jetzt einen guten Spieler. So, und da sind wir direkt wieder bei Bochum. Drei Spieler, mit denen verhandeln wir. Wir dürfen natürlich nur einen holen. ZM, ZUM-Position, das ist so die größte Baustelle, die wir hier machen müssen. Wir werden erstmal hier weiter verhandeln. Dann können wir in der Zeit ja noch überlegen, welchen von den drei Spielern wir haben wollen. Und ich muss schon sagen, nicht nur, weil er hier als erstes das Angebot angenommen hat, auch weil er einfach drei Positionen hier spielen kann und natürlich dann auch von einem direkten Liga-Konkurrenten kommt. Ich glaube, wir haben hier unsere Verpflichtung, beziehungsweise ich glaube nicht nur. Mit diesem Klick haben wir natürlich jetzt die Verpflichtung hier vollendet. Was laber ich? Aber die Entscheidung ist gefallen. Wir haben einen neuen Spieler. 83er da auf der ZUM-Position. Es fehlen also nicht mehr ganz so viele Positionen hier in der Startelf. Wir wollen jetzt natürlich in den letzten Jahren noch ein richtig heftiges Battle zwischen den beiden Mannschaften um die Meisterschaft. Ja, und da sage ich einmal kurz Meisterschaft und dann holt sich Bochum auch einfach mal die Meisterschaft. Okay, das kommt jetzt mal mega überraschend. Extrem krass. Mal gucken, ob Greuther Fürth jetzt danach liefern kann mit den freien Spielern. So extrem viele Chancen werden sie nicht mehr bekommen. Bochum geht also hier schon 2:0 in Führung. Zwei große Titel geholt. Greuther Fürth nicht mit dem DFB-Pokal und auch nicht mit der Bundesliga. 9. Platz. Noch so ein richtig heftiger Keeper fehlt, denke ich mal, der Mannschaft. An den drei da vorne kann es nicht liegen. Und da sind wir schon direkt bei der Liste, die die Mannschaft noch verstärken soll. Und wir sehen direkt schon, ja, der Beste hat eine 82. Lustigerweise haben wir hier auch Bella Kotschap, der natürlich im Bochum-Team da ist. Aber wir sind ja in verschiedenen Karrieren. Ich sag's nochmal. Deswegen können wir den hier natürlich an der Stelle verpflichten. Der wird sogar auch nochmal die Mannschaft hier verstärken. Das werden die meisten Spieler nicht machen. Wir werden trotzdem einfach mal alle verpflichten. So, da haben wir also alle neuen Transfers. Leider eben nicht so viele Verstärkungen hier im ZM. Einmal hier in der Innenverteidigung, Außenverteidigerposition. Und die Formation werde ich auch mal umstellen, denn jetzt haben wir da zwei Mittelstürmer. Ein bisschen was müssen wir ja verändern. Hoffen wir mal, dass das Ganze jetzt hier so ein bisschen besser funktioniert. Und jetzt sehen wir auch bei Bochum, glaube ich, den Messi-Regen und auch sehr viele andere weitere Torhüter. Den hätte man zum Beispiel ja gebrauchen können bei den freien Spielern. Denn man muss jetzt schon sagen, Bochum spielt jetzt in dieser Saison Champions League und wenn Greuther Fürth nächste Saison nicht Champions League spielt, dann ist das Battle eigentlich schon entschieden. Aber konzentrieren wir uns erstmal auf den Transfer. Im linken Mittelfeld hat uns leider ein Spieler verlassen. Müssen wir uns entscheiden, ZM oder linkes Mittelfeld. Und wir haben hier schon mal für zwei Spieler geboten, die wir auf der Wunschliste hatten. Beide sind nicht durchgegangen. Wir müssen uns also weiter noch auf die Suche machen. Und theoretisch könnte man natürlich jetzt auch ein bisschen ältere Spieler verpflichten, wie zum Beispiel Leon Goretzka, aber ihr seht auch, da ist der Marktwert natürlich auch nicht unter 50 Millionen. Und ihr seht schon anhand den Angeboten, die wir gemacht haben, wir bleiben unserer Linie also treu. Verpflichten also jetzt keine ganz alten Spieler, aber natürlich, diese Talente sind mittlerweile auch schon 28. Und alle Spieler können wir unter 50 Millionen hier bekommen, beziehungsweise für 50 Millionen. Ist nur noch die Frage, ZM oder linkes Mittelfeld? Und ich glaube, ich werde mich hier einfach gegen die beiden ZMs entscheiden. Auch wenn die hier aus der Bundesliga kommen und einfach das linke Mittelfeld hier wieder stark machen. Wir machen also hier vielleicht den
letzten Transfer. Und am Ende der Saison sehen wir, Bochum ist diesmal nur Zweiter geworden. 2029 natürlich alles so ein bisschen interessanter. Ihr habt vielleicht hier auch schon gesehen, Champions League-Sieger, Europa League-Sieger, sowas in die Richtung sind sie nicht geworden. DFB-Pokalsieger auch nicht. Und in der Champions League hier leider im Viertelfinale rausgeflogen. Und ja, das mit dieser Mannschaft. Einige Schwachpunkte, wie gesagt. Und auch die zweite Reihe natürlich nicht so gut. Aber einen 94er vorne, 96er Gravenberg. Aber gut, wir müssen erstmal gucken, ob Greuther Fürth das Ganze jetzt hier noch verlängert. Und jetzt der Moment der Wahrheit. Kommt das Team mit den freien Spielern nochmal zurück in dieses Battle? Ich habe es geschafft, mich nicht selber spoilern zu lassen. Wir fangen erstmal im DFB-Pokal an. Da Runde 3 überstanden. Dann auch hier ins Halbfinale gekommen. Dann aber hier leider rausgeflogen. Aber ist natürlich noch erstmal kein schlechtes Zeichen. Wir gucken direkt in die Bundesliga rein und sehen, ja, das mit den freien Spielern, das ist hier gescheitert. 11. Platz. Und das, obwohl diese Mannschaft da vorne spielt, 3,90er einfach mal. Aber ich würde sagen, in der Defensive schon so ein bisschen Pech hier gehabt. Und damit haben wir jetzt eine Entscheidung. Also, jedes Jahr 50 Millionen maximal auszugeben, ist besser als freie Spieler zu verpflichten. Weitere Battles, wie zum Beispiel Jugendspieler gegen freie Spieler oder sowas in die Richtung. Oder Regens gegen irgendwas anderes, was man im Karrieremodus machen kann, in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen. Klickt euch direkt zum nächsten Video. Also, bis gleich. We'll be right back.